Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch The Last of Us und ja, sind mit Joel hier im Krankenhaus, wo wir nach oben gegangen sind. Unten hatten wir gerade mega viele Kämpfe. Was ist das? Aufzeichnungsgerät des Chirurgen. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nichts umsonst gewesen. Verstehe. Aber der redet immerhin davon, Ellie. Okay, komme ich hier rein? Da ist auf jeden Fall ein Durchgang, definitiv, aber... Was haben wir hier? Noch ein Notizzettel? Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch... Eher ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter, nicht wahr? Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein. Okay, ziemlich lange Pausen für mich, also für meinen Geschmack. Aber gut. Jetzt stellen wir noch ein Medikit her, weil hier liegt Alkohol rum. Den wollen wir ja nicht verschwenden. Was haben wir hier? Nochmal Sprengfallen. Okay, kann ich sonst was herstellen? Da unten einfach mal herstellen. Fertig aus. Dann kann ich Schere kann ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Nochmal ein Tuch. Nochmal Klebeband. Brauche ich aber alles nicht. Leider, zum Glück, wie immer man das sagen will. Ist das eine verschlossene Tür mit Messer? Ein Rohr. Okay, nehmen wir mit. Oh, Flammenwerfer. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Voll? Das kann doch nicht sein. Auch voll? Na, jetzt geht's aber. So. Mitnehmen, Alkohol mitnehmen, da was mitnehmen. Das kann ich wieder nicht mitnehmen. Brauche ich aber auch erstmal nichts von... Firefly-Anhänger habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und was liegt hier auf dem Boden? Achso, das ist eine Messerklinge. Ach Moment, mir ist ein Messer abhanden gekommen doch dadurch. Ne, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Messer reparieren. Dann habe ich nämlich hier das Messer und da hinten das Klebeband noch. Dann kann ich das wieder vereinen. Dann habe ich sozusagen keinen Verlust. Hier war das Klebeband. Ist hier auch noch ein Messer gewesen? Messer auch noch? Oder Schere, was auch immer. Okay, dann kann ich jetzt da lang durch oder hier lang durch. Ich gehe jetzt erstmal hier. Ich höre niemanden, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oder auch nicht. Wie immer man das definieren will. Ja, hier liegt ein Stein, okay, das ist aber auch alles. Hier
ist nichts. Auch nichts. Firefly-Symbol, okay. Nochmal Firefly-Symbol. Ich mach mir erst das Licht aus. Nicht, dass mir da gleich wer um die Ecke kommt. Nochmal das Alkohol. Kann ich nochmal Medikit herstellen? Das ist auch gut. Sonst war irgendwas hier. Irgendwas. Oh, noch ein Dokument. Marlenes Tagebuch. Oh, das ist aber eine Menge zu lesen. Eine extreme Menge. Okay, fangen wir mal einfach oben an. Haben wir noch Zeit in dem Part? 15. März. Wir haben endlich die Grenze von Uta überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um die Moral gemacht, seitdem Greg und Tanja letzte Woche von uns gegangen sind. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufgepasst hast, Marlene. Es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert, zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe, aber jetzt will ich nur die Augen schließen. 24. März. Sie sehen mich an und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden vom gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Eskorten bereits tot waren? Verdammt, ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebten den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Ich habe dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anfängerin. 25. April. Ich kann nicht mit ihnen reden. Ich halte die Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben. 28. April. Einer unserer Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagt, sie könnte rothaarig sein, ist sich aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene. Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrt hast, suche nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören können zu zittern. Okay, das ist natürlich die Background-Geschichte hinter dem Ganzen hier. Interessant, aber... So, da geht's weit... Was? Surgery oder was da auch immer steht. Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann kann ich da auch lang gehen. Okay, das sind eine ganze Menge von den Leuten. So, und jetzt habe ich, denke ich mal, ein Problem. Aber hier so komme ich leider nicht durch. Da drüben! Ich habe was gesehen! Na, ob das funktioniert? Ich gehe mal hier in Deckung. Komm, lad erstmal nach. Kommt da doch keiner? Mist! Siehst du das? Keiner, ihr habt nichts gesehen. Ich hoffe, ich habe niemanden großartig aufgeschreckt. Da hinten ist einer, okay, der bewegt sich am lautesten, aber das funktioniert so nicht.
natürlich hier dran vorbeizugehen. Aber es sind viel zu viele. Wenn mich nur einer entdeckt, dann habe ich ein Riesenproblem. Hier ist erste Hilfe, das ist nicht schlecht. Jetzt werden wir hier gleich... Ja, toll, jetzt wurden wir eiskalt entdeckt. Ja, da kommen wir ohne Kampf erstmal nicht mehr raus. Na, erstmal hier hingehen. Ja, ja, du siehst mich, das ist schön. So, der ist erledigt. Mal eben kurz gucken, wo die sind. Hier sind die nicht. Oh, der ist auch erledigt. Ach, die da hinten. So, der ist auch erledigt. So, wo war der andere jetzt? Da hinten, ich sehe ihn. Kommst du wohl raus? Er will nicht rauskommen, okay. Ja, ich kann überall hin, definitiv. Die Frage ist nur, ah, da. So, auch erledigt. So, jetzt habe ich einen Schuss noch mit der Waffe. Die sollte ich eigentlich auch gut nutzen können. Erledigt, danke. So, dann gehen wir jetzt mal hier. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Mann! Ich verschwende keine Zeit. Ich rette mich hier durch. Meine Güte. Jetzt hat er mich aber wieder mal aufgeregt. Oh, ist da noch einer am Leben? Da ganz hinten. Okay, ich sehe es. Darf ich mich mal hier in Sicherheit bringen? Bevor jetzt hier... Voll? Nein. Okay. Dann sollte ich erstmal damit umgehen. Das ist nur er, glaube ich. Meine Güte. Ich dachte schon, er geht gar nicht mehr K.O. Hat er was liegen gelassen? Nein, natürlich nicht. Aber der da hinten hat ja noch eine Waffe. Mal eben kurz gucken. Wo war das? Hatte nicht noch einer von denen irgendwo eine Waffe? Und ich war voll? Das ist jetzt komisch. Na, dann lassen wir das einfach mal nachladen. Dann kann ich auch die Waffe wieder nehmen. Und wir gehen hier durch die Tür. Ja, Frage ist nur, wie viel... Und wie viel uns das nützt. Hier ist noch ein Zettel. Nee, Aufzeichnungsgerät. Hey, Anna. Es ist schon so lange her. Ich habe gerade in die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift.
Vielleicht vergibt er mir. Du fehlst mir, Anna. Deine Tochter ist bald bei dir. Was ein schwacher Trost. Was ist das hier? Nö, da kann ich nicht rein. Ist ja wahrscheinlich auch nur eine Toilette. Da komme ich gar nicht rein. Und ich schätze mal, hier geht's weiter und hier wird wahrscheinlich eine Sequenz beginnen. Da sehe ich auf jeden Fall schon Leute hinter dem im OP. Und ja, jetzt beginnt, glaube ich, eine Sequenz. Großer Gott! Doktor? Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie, kommen Sie ja nicht näher. Ich warne Sie. Toll, was wird das jetzt? Ich will nicht auf ihn schießen. Killt er mich jetzt? Tut mir leid. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Zurück! Renn! Wohin soll ich denn? Ach, da. Komm, renn, renn, renn. Mist! Hier ist ein Exit. Ah, ich komme hier nicht raus. Toll, hier komme ich auch nicht weiter. Ich hab dich. Au. Nein, 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 lass sie los, lass sie los! Nein! Nein! Okay, das gehörte definitiv nicht zur Geschichte, das war mir wichtig. Verdammt, wo lang? Zurück! Komm, rein da! Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen.
Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihm nur folgen. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Okay, das Spiel scheint hier noch weiter zu gehen. Die Frage ist, was sollen wir storymäßig tun? Da bin ich gerade etwas überfordert. Aber was ich auf jeden Fall weiß, dass wir diesen Part hier an dieser Stelle beenden werden und uns die Fragen sozusagen im nächsten Part beantworten müssen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wir haben storymäßig eine Menge erlebt. Und ja, ihr schaltet auch beim nächsten Part von The Last of Us wieder ein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.